shit, kann ich das echt nur am Crafting Table machen? Seile. Ein Rohr. Das ist die Armbrust. Alles gut, Juna. Kannst du machen? Nessie, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Geht's dir? Oh no, echt? Hast du Probleme mit dem Game? Also, es ist jetzt keine große Konkurrenz für andere Zombie-Shooter, wie zum Beispiel 7 Days to Die oder so. Aber dafür, finde ich, läuft es schon ziemlich gut. Mach mal NSYNC aus, Vincent. Vielleicht kriegst du deswegen Probleme. Ich hatte nämlich immer fiese Ruckler, bevor ich das mal ausprobiert habe vor dem Stream. Und wenn ich NSYNC ausgemacht habe, ging es. Ja, ja, ja. Vielleicht läuft das einfach noch nicht perfekt, weißt du? Aber so finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Game. Erinnert mich halt ziemlich stark an einen Mix von DayZ und 7 Days to Die, ne? Denk mal, aber im Multiplayer macht's mehr Fun. Oh. Jetzt ein Schritt nach vorne geht's, ne? Probier's zumindest mal aus. Sonst alles gut bei dir, Vincent? Ganz okay, hast schon geschrieben. Oh. Ich finde das witzig, wie diese Bäume einkrachen, ne? Ja, die Pudding, wenn du die durchtrennst. Ich bin auch mal gespannt. Ich denke auch mal, dass da noch einiges kommen wird. Bin mir nicht mal sicher, ob ich abbauen kann. Ja, hau daneben! Aber ich glaube, ich werde hiermit auch ein bisschen Spaß haben. Wenn du mal überlegst, Scum hat ja damals auch einen schlechten Start gehabt. Habe ich auch keinen Bock gehabt, das weiterzuspielen. Da läuft das Game auf jeden Fall besser. Im Gegensatz zum Start vom Scum. Irgendwie hast du die Hitbox der Zombies eine Sekunde später erst getroffen. Heißt, du musstest die mega nah ranlassen, sodass die dich töten könnten oder erwischen könnten. Und dann hast du irgendwann getroffen. Fand ich damals ziemlich mies. Aber wir brauchen Bäume. Oder Holz. Nessie, mir geht's gut, Nessie. Stress viel zu tun gerade auf Arbeit. Oh je. Immer noch. Einmal kommt sie zurück, wa? Also ich find's echt interessant. Ich vergleiche es jetzt auch nicht unbedingt. Ich sage, das ist so für mich ein Mix aus 7 Days to Die und DayZ. Ich packe auch wirklich jedes Spiel an und versuche
Also aus dem Spiel rauszuziehen, was mir angeboten wird, ne? Oh, danke! Kann nichts mehr tragen. Okay. Kommen wir nochmal zurück. Wenn du mal überlegst, dass es echt nur zwei Leute, ne, bisher entwickelt haben, ich das schon krass. Also wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob man sich da so jetzt. Ne, meistens ist es ja auch so, wenn du einen Publisher hast, dann kriegst du ja auch nochmal zusätzlich Hilfe vom Publisher, oder ne? Wenn es mal nicht richtig läuft. Ist ja keiner wie EA, der einfach nur draufklotzt, wenn es nicht funktioniert. War jetzt eigentlich nur ein Gerücht von mir. Ach shit, ich muss da hin. Wir brauchen zwei Bretter. Fünf erst, ne? Ach Mann, ey, du kannst mich mal. Oh, und wieder voll. Hey, wo kommst du denn her? Heute empfange ich keinen Besuch mehr hier. So, wenn wir loswerden hier. Das ist Mist. Raus, wir brauchen Mist. Das H1Z1 habe ich nie gespielt, Winston. Das hätte ich auch mal gerne ausprobiert. War ja damals von Sony das Projekt, ne? Also vom Sony Entwicklerstudio. Direkt von Sony. Oh. Ja, mein Alert geht nicht. Fussel Larry, danke für deinen Raid. Dank. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe ja meine Chance. Dass der Alert nicht funktioniert. So, herzlich willkommen, Fusselerie. Wie geht's dir und was hast du gespielt? Auch natürlich deinen Nachzüglern. Individual Performer, herzlich willkommen. Kaltes Wasser, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Jo, Platz? Ja, hab ich. Oh, der Baumstamm hier, despawned. Wahrscheinlich schon weg. War nicht? Uns noch ein bisschen Eisen mit und die Snoozels. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Immer noch Sekiro, nice. Oh, scheint ja übelst lang zu sein, das Spiel, oder? Kaltes Wasser reingepackt? Mir geht's gut, Larry. Mir geht's gut. Ne, heute mal ein bisschen Survival von einer anderen Art. Muss mal was Neues und Frisches auf den Account holen. Und diese Woche fangen wir an mit zwei neuen Spielen. Das ist das eine. Und gucken einfach mal, wie es ankommt. Aber sonst geht's mir gut. Muss jetzt leider wieder arbeiten die Woche. Aber alles, ja, alles beim Alten eigentlich auf Arbeit. Bei dir, Larry? Geil!
Freihaus Essen? Stimmt was nicht mit dem Spiel? In Ruhe, lass mich in Ruhe. Danke. Oh, hätte mal erst in die Bolzen rausgezogen, ja. Mit Bolzen. Okay. Bolzen haben wir schon mal. Equipment ist falsch. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Da haben wir, haben wir. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen Kram loswerden. Stahlstange. Noch mal so ein Kiste hier machen. Ne? Was ist denn überhaupt? Samen, okay. Oh, mal Fressalien rein. Großes Fleisch. Aber ist komisch. Wartet mal kurz. Warum? Blöd. Ups. Arme hier. Oh, pass auf. Wir machen das jetzt mal so. Ich nehme mich daran, weil ich das rausgenommen habe. Geht doch. Danke für deinen Host, Larry. Alles klar, danke dir, Larry. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend. Schlaf später gut und danke dir für deinen Host und erhol dich gut. Hau rein. Vincent, ich hatte schon größere Zombies, die habe ich aber in der Stadt angetroffen. Und die waren, boah, hätte ich mit denen richtig gefightet, dann hätte ich wahrscheinlich den Kürzeren gezogen. Also der hat schon, ich glaube, insgesamt über 20 Bolzen ausgehalten. Und wäre diese Leitplanke da nicht gewesen, mit dem ich den Typen verarscht habe, wäre ich tot gewesen, 100 pro. Ja. Ich würde sagen, machen wir mal eine kleine Stadttour, ne? Warte mal. Erstmal machen wir Taschen leer. Auch wenn ich gesagt habe, hier ist Fressalienkiste, aber. Nein. Wände können wir später bauen. Brauchen wir auch nicht. Haben wir noch einen anderen. So, wie geht's den anderen? Kaltes Wasser, Snoozels. Der Performer, wie schaut's bei euch? Ach shit, die Samen kann ich wahrscheinlich nur in meinen Beeten anpflanzen, ne? Ja, ansonsten, was habe ich denn bisher noch gesehen? Wölfe. Na, die haben mich auch schon angegriffen. Da bin ich hier ein bisschen durch den Wald gelaufen. Das kam doch schon ein bisschen überraschend. Hier auf einmal irgendwas anknurrte und mich angriff. Ja, den Bären bin ich noch gekonnt aus dem Weg gegangen. Bisher. Gucken wir aber mal. Weil also gibt es noch größere Viecher. Oh mein Gott. Da liegt ein Pilz rum. Toll.
Wie gesagt, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Es spawnt ja irgendwie nichts nach. Dann machen wir noch ein paar Häuser leer. Wir finden noch ein bisschen an Muni. Vincent, wie lange hast du denn schon gespielt? Ich glaube, unter 4 Stunden kannst du es noch bei Steam abgeben, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich in diese Halle rein möchte. Es scheint drin gut was los zu sein. Ja, warte mal, wir sind da lang gelaufen, ne? Und die Forschungspunkte, die wir brauchen, ne? Ja, Abby, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Alles gut bei dir? Das läuft, würde ich sagen. Also heute habe ich es aber hier, ne? Mit Jan. Ah, du bleibst am Leben. Vorerst. Bei mir ist soweit alles gut, Abby. Arbeit läuft. Nach dem Urlaub. Ich könnte zwar ein bisschen länger noch Urlaub vertragen, aber ist alle für dieses Jahr. Den Rest muss ich jetzt so überstehen. Gibt's bei dir Neues? Ob da waren wir nicht drin, ne? Das doch. Augen-OP, okay. Warum? Wegen Brille oder was? Oder was Spezielles? Da waren wir drin. Hier liegen viele Forschungspunkte. Au. Ja, komm, trifft mich. Ja, weiß ich, habe so eine lange Klinge. Treffe aber nicht auf Entfernung. Einmal Forschungsmaterial. Gewohnt. Wie du Auto fahren darfst. Okay, ja, nice. Ich hab's jetzt mit dem Wein. Muss ich mal mit dem Fahrlehrer mal reden, ne? Kann dich doch nicht auf die Menschheit loslassen. Da kommt, wir gucken uns das Haus an. Boah, erschreck mich! Mann! Ja,
Ja, durch die Scheiben schießen? Oh, da ist er schnell! Die anderen haben ihn nicht gesehen, echt? Gut, dass ich was sehen kann durch deinen Kopf. Oh, oh, oh. Noch deine letzten Bolzen. Schauen wir mal. Abby. Wie wär's mal mit googeln, Abby? Nein, es steht aber noch nicht fest, wann die kommt. Gibt zwar ein Datum, ist es aber noch nicht. Sony abgesegnet. Oben, ne? Ich hasse Engelgänge. Noch eine Katana. Ja, Tür geht in den Gang auf, sehr schön. Echt top, dass es so dunkel ist, ne? No, wow, da wirst du aber noch weiter sparen müssen, Abby. PS5 wird wahrscheinlich 500 kosten, so wie es aussieht. Oh, nice. Money! Nichts. Ebony! Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ebony. Was, krieg ich die Scheibe nicht kaputt? Oh. Okay, hier müssen die aber noch ein bisschen dran rumfeilen. Alter. Und verfehlen soll die nicht, ne? Eine Bolzen. It's Ebony. Ach, hast schon geschrieben. Oh, uns geht's, glaube ich, auch allen gut. Sicher schneide ich die Videos für YouTube. Denkst du, ich kann jemanden bezahlen, Abby, oder was?
Schnarcht denn hier? Ja, aber irgendwie, so alles in Ordnung. Heute testen wir mal das Spiel weiter ein bisschen an. Das Holz auch noch mit. Was hast du denn heute gemacht, Ebony? Aber wie gesagt, ne, die Häuser sehen alle so ein bisschen karg aus, ey. Da oben ist noch einer, okay. Wow. Alter, immer die Birne im Weg. Scheibe geschossen, sehr gut. Da. Du kennst mir das doch, wie viel Zeit ich habe. Mein ganzer Tag ist durchtaktet, Abby. Aber das geht nicht. Vergiss die Haustiere nicht. Ja, dann erhol dich erstmal, Ebony. Wenn du wieder zu Hause eingetroffen bist. Läuft immer noch was. Musst du zu deiner Oma wegen Pflege, denke ich mal, ne? Oder Unterstützung. Wow, wo kommst du denn her? Wer nimmt die denn? Fuck. Das ist echt fies, dass man manchmal nicht weiß, wie viel die Zombies fressen, ne? Abby, geh mal auf Klo. Machst du auch nicht, oder? Ey, was geht denn hier ab? Mein Bolzen.